Sirpass ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer, existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich aus Sirpurze. Sirpass ist ein 1 Meter großes, grillenartiges Pokémon mit einem recht gelenkigen Körper. Der Körper und der Kopf haben eine hauptsächlich orangefarbene Schale. Es hat einen normal großen Kopf mit zwei breiten, runden Fortsätzen, an welchen oben ein Gelenk befestigt ist. Daran ist hier ein sehr langer, dünner Fühler angebracht. Über die Knollnase hat es einen schwarzen Schnauzbart. Eine lange weiße Linie erstreckt sich von Bauch zu Kopf. Es hat zudem noch drei schwarze Flecken am Körper. Die Anordnung der Flecken und Linien lassen den Körper wie ein Streichinstrument aussehen. Die Arme sind ebenso wie die Fühler anfangs dick und rund, aber auf der anderen Seite vom Gelenk dünn, lang und spitz. Es hat zwei schwarze Flügel am Rücken, mit denen es jedoch nicht fliegen kann, und die Shiny-Form ist hauptsächlich gelb gefärbt. Nach der Entwicklung bleibt es weiterhin bei hauptsächlich Normalattacken und Käferattacken, größtenteils mit physischen und Statusattacken, wie beispielsweise Kreuzschere oder Schlitzer, kann aber auch beispielsweise mit Verhöhner oder Nachthieb zwei Unlichtattacken erlernen und mit Käfergebrumm eine spezielle Käferattacke. Eine mögliche Fähigkeit ist das Hexaplager, wodurch Käferattacken in Notsituationen verstärkt werden. Die versteckte Fähigkeit, die er haben kann, ist Techniker, wodurch die Effektivität von schwächeren Attacken um 50% gesteigert wird. Sirpass zeichnet sich durch einen wunderschönen und eingängigen Ruf aus. Um Melodien zu erzeugen, verschränkt es seine messerartigen Arme und reibt sie aneinander, wodurch ein Ton wie der eines Cellos entsteht. Das Geräusch verstärkt es durch einen Hohlraum in seinem Körper. Das Pokémon komponiert die schönsten Melodien spontan und es gibt sogar Dörfer, die Wettbewerbe zu seinen Gunsten veranstalten. Es wird vermutet, dass es über die imposanten Melodien seine Gefühle mitteilt, doch die Muster geben Wissenschaftlern bislang noch Rätsel auf. Dabei ist Sirpass der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Sirpurze, wenn es Level 10 erreicht. Es wird größer und schwerer, die Arme werden deutlich länger und auch spitzer, die Antennen von Sirpurze verschwinden, dafür hat Sirpass einen Schnurrbart, der genauso aussieht wie die Antennen. Die Summe der artenspezifischen Stärken verdoppelt sich und Sirpass ist im Vergleich zu seinem Vorgänger ein schnellerer Angreifer. Und mit seinem Typen Käfer nimmt es halben Schaden gegen Kampf-, Boden- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Gestein- und Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.